Ja, servus, willkommen Leute, zurück zu Lucius. Ja, wir sind jetzt Kapitel 10. Unser Onkel Fabius, der hat da irgendwie auch ein bisschen Dreck am Stecken. Der will, dass wir hier runter in diesen geheimen Raum kommen. Wir sollen natürlich aufpassen. Hier laufen überall Leute rum, die sehen uns. Es sind noch nicht alle Türen auf, ja. Das heißt, wir können nur einen bestimmten Weg gehen. Alles etwas stressig hier, weil die laufen hier viel mit Taschenlampen rum und da muss man Gedanken löschen und tralalala. Nicht so einfach, zumindest hat es mich jetzt schon einiges gekostet. Erstmal auch irgendwie bis dahin zu kommen, weil Muttern hier drin sitzt und aufpasst wie ein Schießhund. Das heißt, wenn wir diese Türe öffnen, ohne diesen Antennenstromkasten hier kaputt zu machen. Da entdeckt die uns sofort und schickt uns sofort zurück ins Bett. Da hilft auch kein Gedankenlöschen oder sowas. Ja, jetzt marschiert sie nämlich weiter hier. Ich denke mal, jetzt können wir hinterher. Wie gesagt, wir müssen nur aufpassen, dass man uns nicht erwischt. Da unten sieht man sie nämlich auch schon, da eiern sie rum. Nicht so einfach. So, auf der Treppe erwischt er mich nicht. Das ist schon mal gut. Mal schauen, ob wir uns hier irgendwie jetzt verstecken können. Jetzt kommen die Haushälterin. Oh, weiß nicht, ob die mich sieht. Verstecken uns hier einfach erstmal, würde ich sagen. Wobei, vielleicht können wir es auch riskieren. Wohl eher nicht. Bleiben wir erstmal hier. Okay, ist das mein Daddy, ja? Oben ist noch eine Lampe. Da vorne ist jemand gelaufen. Ah, der Wachmann. Okay. Den müssten wir auch noch irgendwie versuchen abzuhängen, ja. Beziehungsweise uns nicht entdecken lassen. Vorne, ah, weg ist er. So. Hier gibt es so Superkleber. Zack. So, ist einmal eingesteckt. Okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir da in den Keller kommen. Ah, wir könnten einfach geradeaus durch. Und dann Treppe runter. Oder wir gehen hier vorne lang. Na, ist egal wahrscheinlich. Die Treppe runter und dann. Terence? So, wo sind wir denn hier? Kommt einer? Oh, kommt noch jemand? Ah, ne, die geht. So. Erstmal hier. Okay, wo muss man hin? Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Okay, wir müssen. Ja, wo müssen wir denn eigentlich hin? In die Garage. Wo war denn die Garage? Sollten wir mal die Links ausmachen. Oh oh.
hier ins Bett? Bin ich denn hier jetzt? Ha, ich glaube, wir haben es geschafft. So, hier sollte ja eigentlich keiner mehr rumeiern. Gehe ich mal stark davon aus. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben es hervorragend. So, super. Wie liegt denn da? Also wurdest du hergeführt. Du hast die Kammer gefunden. Aber hallo. Gut gemacht, Lucius. Gelle? Meine beiden dummen Kinder haben seit Jahren in diesen Kellern gespielt und nie etwas bemerkt. Ich habe diese Kammer zusammen mit dem Herrenhaus bauen lassen. Damals. Ja, das hatte ich schon gedacht. Hier ist der Mittelpunkt, Lucius. Dies ist das Herz von Dante Manor. Alle möglichen Dinge sind hier geschehen. Ich habe Gäste von höchstem Rang unterhalten. Prolet. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Schicksal erkennst. Du bist berufen, Lucius. Ich habe dich schon viel länger erwartet, als du dir vorstellen kannst. Ach, der Reporter. Meine Söhne waren eine Enttäuschung für mich. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst uns allen den Weg weisen. Aber du warst leichtsinnig beim Lernen, Lucius. Du hast alles gefährdet. Du hast für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt müssen wir damit fertig werden. Du darfst nicht entdeckt werden. Keine Sorge. Wenn wir ihn in der richtigen Weise entsorgen, wirst du viel stärker werden. Dies ist ein heiliger Ort, an dem das Blut für uns arbeitet. Nun, für dich. Du bist es doch, mein Junge. Warum sprichst du nicht? Bist du die Prophezeiung? Der Meister mich gespannt. Sagt, er wird die Schuld von meiner Blutlinie nehmen. Ich bin sicher, er meinte dich. Bereite diesen Tisch für das Ritual vor. Ich suche derweil die richtige Schrift. Ritual? Was für ein Ritual? Ritual. Ja, wir machen hier ein kleines Ritual. Das kann so nicht benutzt werden. Das auch nicht. Schade. Was kann ich mit dem Chef hier los? Das kann ich gar nicht. Doch. Gut. Da fehlt wohl was. Ah. Da steht doch was. Sehr gut. Jetzt sehe ich hier wieder nichts. Licht, ey. Ah. Gut. Irgendwie Schalen wahrscheinlich. Kommen die hier dran? Jawohl. Drücke Q. Aktualisierung im Notizbuch. Wo ist er denn, Fabius? Großvater hatte mir erzählt, er stecke einen Pakt mit dem Lucifer. Mein Beantworter, check. Dass ich einen Opfertisch vorbereite? Gut, check. Eine der Tassen ist zerbrochen. Sie wird kein Blut halten können. Oh, Blut. Ich muss sie reparieren. Ist mein Kleber im Studierzimmer-Schreibtisch im Westflügel? Nein, ist er nicht mehr. Okay, okay, dann machen wir einfach mal Kleber. Kleber plus andere Richtung. Verhaft. Kleber. Ah, jetzt wird's gehen. So. Zack. Okay. Ach. Machen wir ein Foto davon. Ich glaube, es buggert. So. Kann das auch nicht benutzt werden. Hallo? Ah. Reihenfolge nach, okay. Wahrscheinlich.
Ach, man muss auf die Symbole achten, okay. Da sind Symbole drauf. Was denn? Passt das nicht oder was? Okay. Irgendwie Knick in der Optik anscheinend. So, das muss dahin. Und dann kommt die letzte. Da drüben hin. Zack. Gut, das hätten wir. Noch was? Kann ich jetzt die Kerzen anzünden oder was? Nicht angezündete Kerzen. Ah, ich habe nur Streichhölzer, oder? Hätte ich nicht mal Streichhölzer? Da, Streichhölzer. Ah. Easy. So. 1, 2, 3. Hier drüben. Na. Und die 4. Und wir schauen mal, was passiert. Bis jetzt so nichts. Willst du irgendwas machen? Wayne Preston? Gibt's hier noch irgendwas? Was soll man noch tun können? Ah, da steht er rum. Hallo, mein Junge. Hi. Ich wäre dann fertig, Onkel. Hallo. Großvater, glaube ich. Oder? Soll ich noch was machen? Opfertisch, ja. Habe ich eigentlich fertig gemacht, oder? Weiß nicht. Gibt's hier noch was zu tun? Was ist das? Ein neues Inventarobjekt. Hab ich ihn da? Ah, cool, noch Fesseln. Gut. Jawohl, schauen wir es uns mal an. Ich komme zu dir. So, und jetzt? Und? Wie schaut's aus? Sag was. Hab ich's gut gemacht? Hab ich's gut gemacht? Hab ich's gut gemacht? Bitte sag, dass ich's gut gemacht habe. Wird's gehen? Auf was soll ich jetzt noch warten hier? Können wir anfangen? Er glaubt, der Pakt macht mich zu seinem Freund. Das ist sicherlich nicht der Fall. Ah, okay. Gut. Guck halt noch ein bisschen. Guck mal, was es hier noch gibt. Ui. Ah. Noch so ein Ding. Oh, ich glaube, das geht gleich zur Sache hier. Ah, okay. Ich muss ihm den Opferdolch bringen, oder ramme ich ihm das Ding jetzt hinten rein? Ups. Hätte ich das nicht tun sollen? Hoppala. Ob das jetzt so geplant war, weiß ich jetzt nicht. Ah, er wacht wieder auf. Ach, mein Kopf. Was ist das für ein Ort? Was zum Teufel? Lass mich einfach gehen. Okay, Körner? Nein, das kann ich glaube ich nicht tun. Okay, beruhigen wir uns und finden heraus, was hier passiert ist. Genau, beruhigen wir uns erstmal. Komm du mal runter. Okay. Chapang. Heilige Scheiße! Wie hast du das gemacht? Das ist ganz leicht. Kann noch mehr, pass auf. Es wirkt auf ihn.
wird dich im Zaum halten. Assi, ey. In den feurigen Ofen. Okay. Wow. Wayne. Ich werde es ihm zeigen. Okay, ich kann fühlen, wie das so die Flammen der Hölle durchströmen mich. Boah. Ja, geht's noch, ey? Boah, geh weg mit deinem blöden Messer. Hallo? Hat mich erdolcht, der kleine Drecksack. Oder was? Ich glaub's hier nicht, ey. Okay, vielleicht sollten wir das Kreuz rumdrehen. Ja, Kuh, habe ich jetzt keine Zeit für. Wo ist denn das blöde Kreuz? Oh. Ja! Genau, Spielende, super. Wie verrafft ist das denn jetzt hier? Wo hab ich denn hier? Ich hab doch hier so komische Feuerbälle, ey. Der kriegt jetzt eine verputzelt und gut ist. Also. Ich glaube, es baggert, ey. Also. Ich bin doch nicht, ey. Da burnt er ab. Kaum falschen um. So, während er da vor sich hin stirbt. Kann man mal Q drücken. Ja, das bald. So, also geht doch. Eben bis 11 und Feuermaster. Ah, okay. Errungenschaften. Soll ich das Kreuz noch drehen? Ja, und Daddy, was ist jetzt los hier? Bist du verplant, hä? Was findet er jetzt? Das Buch Leviathan, Anton LaVey, Anrufung Satans. Heilige deinen Streit, erwecke die Starken, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Verdammt, Daddy, in was bist du hineingeraten? Man weiß es nicht. Ich glaube, Lucius könnte verflucht sein. Das ist meine einzige Erklärung. Dad war wochenlang verschwunden und scheinbar war er in wirklich verrückten Okkultismus-Kram verwickelt. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Aber wir müssen Lucius zu einem Psychologen bringen, um das herauszufinden. Er kann uns selbst nichts sagen. Na gut. Oh mein Gott, Charles! Haben wir nicht schon genug durchgemacht? Also ich könnte schon, ich will aber nicht. May '73, ein Schuss Bildung. Ein Schuss Bildung, Schuss. Ich habe Pistolenkugeln. Guten Morgen, Lucius. Wenn ich diesen hässlichen Pyjama noch länger sehe. Ey. Gut, an dieser Stelle erst nochmal eine kurze Pause. Bevor wir dann mit dem nächsten Kapitel jetzt weitermachen, ich würde sagen, macht's gut, viel Spaß, vielen Dank und bis dann. Tschüss.